Paderborn im Jahre 799. Die beiden mächtigsten Männer der christlichen Welt treffen sich. Karl der Große und der aus Rom geflohene Papst Leo III. Der Frankenkönig beeindruckt das Oberhaupt der katholischen Kirche mit einer Kirche von eindrucksvoller Großartigkeit, einem Vorgängerbau des heutigen Hohen Domes zu Paderborn. Schon kurze Zeit nach diesem pompösen Auftakt geht der Bau allerdings auch schon bei einem Stadtbrand in Flammen auf. Feuer sind in der Geschichte des Domes allgemein leider keine Seltenheit. In den Anfangsjahren spielt hier auch nicht selten Brandstiftung der heidnischen Sachsen eine Rolle. Da die Befriedung der heimischen Bevölkerung nicht leicht fällt, arrangiert Bischof Baduard im Jahr 836 die Überführung der Reliquien des heiligen Liborius von Le Mans zur Paderstadt. Es entwickelt sich eine Städtefreundschaft, die mit bisher fast 1300 Jahren als eine der ältesten Freundschaften der Welt in die Geschichte eingeht. Im 13. Jahrhundert erhielt der Dom die Gestalt, in der Sie ihn heute bewundern können. Dann, im Dreißigjährigen Krieg, gab es erneut Plünderungen und Verwüstungen. 1622 wurden die Reliquien des heiligen Liborius vom tollen Christian geraubt und der Domschatz eingeschmolzen und teilweise zu Pfaffenfeintalern geprägt. Nach fünfjähriger Odyssee konnten die Reliquien dann am 31. Oktober 1627 in den Dom zurückgeführt werden. Ab 1650 begann die Wiederherstellung. Im Zuge dessen wurde der Dom auch im Barockstil ausgestattet. Die Einrichtung zierte den Dom fast 300 Jahre lang. Dann folgte der 27. März 1945. Der von Deutschland entfesselte Zweite Weltkrieg schlug auch auf Paderborn zurück. Luftangriffe der Alliierten zerstörten 80% der Stadt. Der Dom kam vergleichsweise glimpflich davon, verlor aber sein Dach. Nach dem Krieg war es eines der ersten Anliegen der Paderborner, ihren Hohen Dom wieder aufzubauen. Durch die Geschichte hindurch bis in die heutige Zeit ist der Hohe Dom das vermutlich bedeutendste Wahrzeichen Paderborns. Schauen auch Sie, wenn Sie mögen, vorbei und erkunden Sie ihn selbst, den Hohen Dom zu Paderborn.